Man kennt ihn eigentlich immer nur lachend, man kennt ihn immer nur über den roten Teppich laufend, indem er wirklich gestrahlt hat, indem er laut war. Aber es gab auch die ganz, ganz leisen Töne des Robin Williams, von denen wir nicht so viel mitbekommen haben. Aber ich glaube, Michael, wenn man sein Horoskop ansieht, dann wird man es schon erkennen, dass da eine ganz sensible Seite gesteckt hat. Ja, guten Morgen, Andrea. Hallo, grüße dich. Ich war auch sehr schockiert von diesem Tod und er ist ein sehr, sehr sensibler Mensch. Er hat Waage Aszendent, das sind ja die Menschen, die niemandem etwas Böses tun können. Neptun ist sein Geburtsgebieter, der steht in der Nähe seines Waage Aszendenten im ersten Haus. Damit ist dieser Waage Aszendent nochmal sensibler, feingeistiger. Es wird viel geredet von Depressionen. Sicher hat er Depressionen am Schluss gehabt, aber man muss immer schauen, woher das kommt. Und da kann man mit dem Horoskop doch in die Tiefe gehen und kommt auf vielleicht ganz andere Ergebnisse als in der Öffentlichkeit. Man sagt ja auch, er hat ein Alkoholproblem gehabt, hat er sicher auch. Nur Alkoholiker sind nicht immer süchtig. Die trinken auch oftmals, weil sie ihre Nerven, ihre Unruhe beruhigen wollen. Und er hat eine sehr große Unruhe gehabt. Also er hat das klassische Komiker-Horoskop Uranus. Der Narr wird er oft genannt. Der Komiker steht am Zenit, am höchsten Himmelspunkt im Augenblick seiner Geburt. Damit war er ein komischer Mensch, ein eigenwilliger Mensch. Er war immer anders als die anderen. Er war aber auch eben sehr eigenwillig und sehr schwer verträglich in Beziehungen, interessanterweise. Er hat die dritte Ehe gehabt. Die Liebe war für ihn das Wichtigste überhaupt, denn Jupiter steht in seinem Horoskop, in seinem Partnerschaftshaus. Also alles, was er wollte, war eigentlich eine glückliche Ehe und Liebe. Laut Horoskop, sage ich immer. Aber man hatte irgendwie auch das Gefühl, dass er eigentlich mit seiner letzten Frau jetzt auch angekommen ist. Er war ja auch ein Familienmensch und 2006 habe ich neulich ein Interview wieder mit ihm gesehen. Da hat man schon gemerkt, dass es die sensible Seite gab, dass es diese düstere Seite gab. Ja, also der Robin Williams war ein einsamer Mensch. Er hat mal gesagt, er hat in seiner Jugend Modellsoldaten gesammelt, weil seine Eltern so oft umgezogen sind, weil er so alleine war. Also seine Mutter leitete eine Modelagentur, sein Vater war ein größerer Chef bei Ford. Also die waren beide engagiert, hatten keine Zeit für ihn. Und das Familienthema war seine Tragik, aber auch sein großer Wunsch, ja, mit Mond in vier im Wassermann. Und dieser Jupiter im Partnerschaftshaus, Partnerschaft war für ihn alles. Nur in letzter Zeit, im letzten Jahr, ist in diesem Bereich der Uranus gegangen. Und das sagt uns Astrologen, seine Frau wollte mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit von ihm. Mhm. Und da hat die Tragik meiner Meinung nach wieder begonnen. Also meiner Meinung nach war so sein Gefühl, er ist allein, er ist ungeliebt, schon wieder beginnt sich eine Liebe, eine große Liebe von ihm aufzulösen. Also laut Horoskop, wenn diese Uhrzeit stimmt, von dem wir ausgehen, diese Geburtszeit, ist das die eindeutige Tendenz. Es gibt dieses Lied von Katja Epstein, die gesungen hat, Theater, und auch der Clown, der muss lachen, auch wenn ihm zum Weinen ist. Und man hat ganz oft das Gefühl, dass gerade in dieser Welt der Prominenten die Tränen oftmals unterdrückt werden und man halt immer stark sein muss. Aber irgendwann schafft man es natürlich nicht mehr. Ja klar, und wie du gesagt hast, der Robin Williams ist halt eine Seele von Mensch gewesen. Also er hat den Mond im vierten Haus, das heißt, er hat sogar was sehr Mütterliches, was Fürsorgliches, er liebt Kinder, er hat eine große Familienverbundenheit, er hat den Neptun in Haus 1, damit ist er unglaublich sensibel. Er hat eine große Leidenschaft mit Venus in Verbindung mit Pluto im Löwen, aber er ist eben auch ein sehr großer Egozentriker gewesen mit diesem Uranus, der wirklich am Zenit, also am höchsten Himmelspunkt seines Horoskops steht und
sein ganzes Leben mehr oder weniger geprägt hat. Und er war ein wirklich fantastischer Schauspieler, der in allen großen Rollen brillant war. Und da war es egal, ob es wirklich eine Komödie war oder ob es auch ein Drama war. Man hat ihm beides immer abgenommen. Ich glaube, Mrs. Doubtfire, das war wohl der Film, wo man sich gedacht hat, das ist einfach grandios, wie er da gespielt hat. Aber es gab viele andere Filme auch, wo man die Ernsthaftigkeit gespürt hat. Captain, mein Captain. Und ich finde es ganz schön, wie viel Aufmerksamkeit er jetzt eigentlich auch so bekommt. Und welchen Verlust er doch hinterlässt. Und das kriegt man auch, wenn man in den sozialen Netzwerke guckt oder so. Ja. Finde ich das eigentlich immer sehr schön, wenn die Menschen so viel Anteilnahme haben. War er sehr allein im Augenblick seines Todes. Das ist die große Tragik. Absolut, ja. Das hat man jetzt auch über die Pressemitteilungen mitbekommen. Seine Assistentin hat ihn gefunden. Und da fragt man sich natürlich auch wieder, warum die Assistentin, warum nicht die Frau, ne? Ja, klar. Also er hatte auch getrennte Zimmer, wo er geschlafen hat mit seiner Frau, wusste man vorher. Also da war es leider nicht mehr so gut, laut Astrologie. Michael, ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder über ein fröhlicheres Thema reden können. Aber das gehört natürlich auch zum Leben dazu. Und an dieser Stelle kann man immer nur sagen, ganz viel Anteilnahme natürlich auch an die Hinterbliebenen. Aber es war sehr interessant, mal wieder Einblick zu gewinnen in die Seele. Und das schafft man natürlich durch das Horoskop. Da bist du der Spezialist. Und wer mehr Informationen natürlich auch haben möchte, der sollte sich auf jeden Fall mal mit dem Michael Allgeier in Verbindung setzen. Dankeschön. Mein Lieber, alles Liebe und ich freue mich schon wieder auf das nächste Pläuschen mit dir. Gute Sendung noch, Andrea. Bis dann. Tschüss und Servus. Tschüss, Servus.